Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Risen 3 mit Paxis. Wir müssen nochmal ins Dorf und ich hoffe, dass ich dieses Mal diesen Exil finde, damit ich ihm das Amulett geben kann. Von Barak. Und dann müssen wir ihn abschlachten. Ist zwar etwas ungewöhnlich, dass wir direkt hier jemanden umbringen sollen, aber egal, hat er was Neues zu sagen? Kamel wird wach. Okay. Ja, merkwürdig, dass wir halt direkt mal so einen eingebunden umbringen sollen, aber da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Hab gedacht, dass ich vielleicht da irgendwie mit dem Chef reden kann, was klären kann, aber sieht nicht so aus. Baraka ist tot. Das ist doch ein Trick, Gojo. Es gibt niemanden auf Kila, der stärker ist als er. Anscheinend schon. Hier, sein Amulett. Warum solltest du ihn töten? Wer sagt, dass ich es war? Wenn du mir nicht glaubst, sieh selbst nach. Ach ja, er hat sicher was Falsches gegessen. Seine Leiche liegt nordwestlich von hier, unterhalb des großen Tores. Ixil wird deine Worte prüfen. Wenn du lügst, erwartet dich der Zorn der Tivas. Okay. Müssen wir ihn jetzt also unauffällig folgen, oder was? Also ich glaube, unauffällig müssen wir ihn gar nicht folgen. Wir müssen ihm einfach nur folgen und dann irgendwann abschlachten. Ah ja, komm, geh noch langsamer. Eieiei. Zeit für... Bam, 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 bam. Darf ich ihn jetzt einfach so umbringen oder muss ich noch weiter warten, bis er irgendwann checkt, dass das hier verarscht war? Ich speichere mal und bring ihn um. Okay, das ging so schnell, er hat gar nicht mitbekommen, dass ich ihn quasi umbringen will, dann war er schon tot. 12 Gold, Bauplan für Götterfunken erhalten. Aha. Ach, bin leicht müde, ich hab zu wenig geschlafen, ey. Ah, war das anstrengend. So. Ixil verbreitet keine Lügen mehr. Kampa der Kila ist nun wieder sicher. Ich werde unsere Hike um Vergebung für Ixils Seele bitten. Du jedoch hast eine große Tat für den Frieden vollbracht. Du kannst stolz auf dich sein, Gojo. Also, jetzt muss ich es leider doch loswerden. Was denn? Ich beobachte deine Art, die Dinge zu regeln, ja schon eine ganze Weile. Ich muss sagen, ich bin froh, dass du dich mir angeschlossen hast. Ach was, ich habe mich dir angeschlossen, sagst du? Ja, du bist ein feiner Kerl. Mach ruhig so weiter, dann wirst du es noch sehr weit bringen. So, das musste ich einfach noch sagen. Mach das Ding jetzt auf. Baraka wird wachen. Hallo. Oh. Oh, was muss ich denn noch machen, damit das Ding hier aufgeht? Verflucht! Die Insel fängt langsam an zu nerven, das gibt's doch nicht. Ich hab diese dreckigen Dinger gejagt, ich hab jemanden umgebracht, ich hab alles gemacht. Es kann doch nicht sein, dass ich hier jedes kleine publige Nebenquest beenden muss, bevor es irgendwie weitergeht. Mann, Mann, Mann.
Kannst du mir etwas beibringen? Ich will aber nichts beigebracht bekommen. Fuck! Ah. Exil ist tot. Chi, die Krankheit aller Gutschos war sein Verderben. Aha, und das wäre? In eurer Sprache nennt man es Gier. Verstehe, aber nicht jeder ist so. Chi, und doch tragt ihr sie in euch. Ob sie ausbricht, entscheidet ihr selbst. Auch wenn Ixil seinem Stamm viel Kummer bereitet hat, so ist sein Tod ein großer Verlust. Ich werde unsere Kiki bitten, dass sie seinen Übergang in die Schattenwelt vorbereitet. Geh nun, Gucho. Ja, ich muss wahrscheinlich diesen komischen Zeugs machen mit Makoto und wie das hieß und da. Zeichen der Ahnen sind erzürnt. Zepter schaffen. Moment, eine schillernde Perle? Haben wir eine schillernde Perle schon? Steintafel der Seherin, Zeichen der Ahnen, okay. Ich weiß gerade nicht, ob wir die schillernde Perle schon haben. Mal sehen. Also dies ist die Steintafel von Farah, der Sammlerin. Nein, Seherin. Ja, Seherin. Hier steht noch etwas über das Auge einer Hornmuschel. Aha, ich verstehe. Hornmuschel. Die Gabe von Farah ist die schillernde Perle, das Auge der Seherin. Ich muss runter zum Strand und schauen, ob ich in einer Hornmuschel eine schillernde Perle finde. Deswegen gibt's diese Hornmuscheln. Also ich hätte einfach nur reingucken müssen. Na okay, macht ja nichts. Die haben wir ja schon eingesammelt. Da, 19 Stück. Unterscheidet sich nur geringfügig von normalen Muscheln. In ihr kann man dann auch schöne Dinge finden. Ah, geschafft. Wenn ich direkt mal dabei bin. So. Eine schillernde Perle. Sie sieht fast wie ein Auge aus. Danach müsste es ja endlich in dieses verbotene Land gehen. Verdammt nochmal. So. Wegen der Zutaten für dein Zepter nochmal. Chi, bring. Ich habe eine schillernde Perle gefunden. Das ist gut. Deine Suche war bestimmt anstrengend. Naja. Ich danke dir. Das wird sich gut machen in unserem neuen Zepter. Ich habe dir all deine Zutaten gebracht. Dann ist das Zepter der Ahnen nun bereit. Ich werde es unverzüglich an Hiruto übergeben. Nur dank deiner Hilfe werden wir die Ahnen nun bald wieder besänftigen können. Vielen Dank. Nimm dies. Es wird dir auf deinen Wegen nützen. Außerdem will ich dich den Zauber des Schwarmes lehren, wenn du bereit bist. Kannst du mir... Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. Medikus, okay. So, jetzt müssten wir da ja eigentlich rein können, oder? Oh... Ich muss einfach so sein. Komm. Speichern mal. Baraka wird wachen. Ach, nein. Nein! Was muss ich denn noch machen? Piratenallianz, alte Wissen. Reaktor öffnet das Tor. Eldrich von alten Wissen, könnte Baraka davon gesprochen haben. Baraka lässt mich nicht durch das große Tor. Er sagt, bevor ich mich nicht als würdig erwiesen habe, diesen heiligen Boden zu betreten, deshalb bin ich nicht würdig. Er meint, ohne das alte Wissen zu kennen, wäre ich nicht würdig. Ich habe keine Ahnung, wovon er da redet, aber Baraka meinte, das alte Wissen selbst wird es mir sagen, wenn ich es erstmal gefunden habe.
Fuß, vernebelter Geist, edles Tafelsilber, Kalidos, sicher, sicher. Dem Kriegsfahrt. Ein Haar von Makoto, die Rache ist süß. Der gefangene Pirat, Menschenopfer, der Schatz von Captain Finch. Wo ist der? Ach, der ist hier drin, natürlich. Wie ist der denn, bitteschön? Wie ist denn der Captain Finch bitte in dieses verbotene Tal gekommen? Verdammt. Naja, ich gehe mal davon aus, ich muss das ein Haar von Makoto machen. Also, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt so das nächste ist. Ah. Anstrengende Quests. Hier auf der Insel Kila. Dann wollen wir uns mal so ein Haar besorgen. Bett durchwühlen. Sieh an. Eine dunkle Haarlocke. Eine ganze Locke direkt, oder was? Ich habe ein Haar von Makoto. Gut. Lass es mich in die Puppe weben. Hier, nimm sie. Die Macht der Hike liegt in deinen Händen. Und jetzt, Yalaguchu, wirke Voodoo. Übernimm Makoto. Was für eine kranke Scheiße wir hier abziehen. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Gut. Ah, warum sind denn die Sachen, die man benutzen kann, nicht unter Benutzbares aufgelistet? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Tinktur der Härte wird aus Heldenkraut gewonnen. Deine Haut wird fest wie Leder. Okay. Voodoo-Puppe Makoto, also. Ich habe immer noch klitschige Muscheln. Ich dachte, das wäre ein Quest gewesen. Oh, wo ist es denn? Hä? Oh, ich hab's schon wieder übersehen auf Garantie. Ach nee, hier. Ich muss näher ran. Okay. Wo war er denn jetzt? Ich glaube hier irgendwo. Was für ein crazy Scheiß, ey. Später vielleicht. Ich kann nicht meine Waffe ziehen, warum das denn? Chaka Hiruto, Makoto möchte mit dir über die Guchos sprechen. Chi, die Zeit für Karaka ist gekommen. Die Guchos werden bald geopfert. Nein, Makoto schlägt vor, vertrauen wir den Guchos und suchen Frieden. Frieden? Mit den Guchos? Hiruto zweifelt an Makotos Worten. Hat Makoto nicht vorgeschlagen, die Guchos zu bekämpfen, wo sie uns begegnen? Makoto hat seine Meinung über die Guchos geändert. Makoto sollte seine Meinung nicht ändern. Seine Meinung sollte fest sein, wie der Stamm eines Baumes. Aber die Tradition verlangt es, dass ich einem Tonka die Möglichkeit gebe, mich zu überzeugen. Deine Stimme allein ist mir nicht genug. Nenne Hiruto Argumente von drei weiteren Kila, warum wir nicht gegen die Guchos in den Krieg ziehen sollen. Ist dieses geschehen, wird Hiruto Makotos Wunsch achten. Vorher nicht. So, die Meinungen der Kila sind Hiruto also wichtig. Chi, wenn sie dir drei Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten.
Doch bis dahin ist der Krieg gegen die Piraten beschlossene Sache. Sie alle werden den Hike geopfert. Okay, der Spaß geht also weiter. Großes Voodoo, Gucho. Du hast es geschafft. Nicht schlecht, was? Tschi. Aber wisse, wer das Fleisch kontrolliert, trägt Verantwortung. Die Hülle des Lebens ist sehr zerbrechlich. Ohne guten Grund wird Hiruto seine Meinung über die Guchos nicht ändern. Uwamba, Chaka Hiruto voller Zorn. Nicht einmal die Worte eines Tonkas besänftigen ihn. Dann höre meinen Rat. Wenn wir Kila den Kampf mit den Guchos suchen, wird unser Stamm gute Männer verlieren. Und ohne unsere Männer wird unser Dorf schutzlos sein. Nummer 1. Fragen wir mal die Wache. Makoto, Kamil, keine Zeit für kleinen Tufa. Wie hast du mich genannt? Kleiner Tufa, weil deine Füße zwei linke sind. Du wirst niemals ein wahrer Tonka sein. Du wirst müssen mehr Maloche, wenn du die Hika an deiner Seite willst. Was hältst du davon, die Guchos zu opfern? Große Bambule mit Guchos? Nein, das ist dümmste Idee, die jemals deinen Mund verlassen hat, Makoto. Vielleicht hast du recht. Chi, natürlich habe ich recht. Makoto kann noch viel von Kami lernen. Die Hike helfen nur denen, die sich selbst helfen. Sie werden uns keinen Frieden bringen, wenn wir nicht machen ersten Schritt. Genau wie sie werden dir kein Glück bescheren, wenn du nicht anfangen mit Maloche. Das könnte hilfreich sein. Dann bleibt ja nur noch dieser Burak, oder? Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird die normale Wache keinen eigenen Grund haben, oder? Wir gehen mal zu der Wache. Yala, Makoto. Sag ich doch. Kann ich mich denn auch teleportieren mit dem Typ? Oh, kann ich nicht? Oh nein! Ich habe auf jeden Fall keinen Bock jetzt hier. Was war das? Meisel. Kein Bock hier kilometerweit zu laufen, aber hier war da auch noch eine, oder? Oha Makoto, zum Takabahati? Makoto Chakeke. Makoto Chakeke. Takamaloche? Ganz meine Meinung. Kannst du mir etwas Gutes über die Guchos sagen? Warum Palaver in Sprache der Guchos? Ich möchte den Guchos helfen und lernen ihr Palaver. Uwamba mea Tosheka. Hike sum capo. Du wollen wissen, was ich denke von Guchos? Ja. Bahati denken, dass wir genug andere Probleme haben. Überall Mortau und Spinnen. Es wäre besser, wenn wir uns mit den Guchos verbünden würden. Na also. Dann können wir jetzt endlich mit dem Häuptling reden. Ich hoffe mal, dass dann mit den Piraten hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und wir dann endlich ins verbotene Land können. Mei, mei, mei. Artet ja nach richtigen Arbeit aus. Na komm. So, die Meinungen der Kila sind Hiruto also wichtig. Chi, wenn sie dir drei Argumente für den Frieden geben... Das hatten wir doch schon. Bahati sagt, von den Spinnen geht eine viel größere Bedrohung aus. Die Kila werden untergehen, wenn wir nicht auf sie achten. Tawonga, Hiruto hatte das nicht bedacht. Das ist allerdings noch nicht genug. Such weiter. Tenya sagt, wir Kila werden beim Kampf gegen die Guchos viele Männer verlieren. Muleke werden schutzlos sein, wenn sie nicht mehr sind. Chi, der Schutz unseres Volkes ist wichtig. Das sollte ich bedenken.
Ich hoffe, du hast noch mehr. Kamils Meinung ist, dass die Ahnen nur denen helfen, die sich selbst helfen. Ihre Hilfe zu erflehen, wird sie nicht dazu bringen, uns beizustehen. Das ist wahr. Doch ist das noch nicht genug? Nein, keinen Kampf. Chi, du hast Hiruto überzeugt. Ein Kampf gegen die Guchos ist unter diesen Voraussetzungen eine schlechte Wahl. Danke, Makoto. Geh nun wieder auf deinen Posten. Ich muss mich nun weiter meinen Aufgaben widmen. Ah, immerhin. Jetzt haben wir das erstmal geschafft. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten... Was? Ich kann nicht mal speichern, wenn ich Makoto bin? Speichern, abonnieren und speichern. Nee, Quatsch. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis morgen. Tschö, tschö.